Für dich passt's? Ja, das passt. Ja, dann schaut mal. Sascha Howard, herzlich willkommen in Innsbruck. Wie gefällt's dir da? Danke, ja, also sehr schöne Stadt. Also was ich jetzt gesehen habe mit den Bergen im Hintergrund und so, schon sehr schön. Und auch von der Mannschaft her, die haben mich sehr gut aufgenommen, weil im Trainingslager bin ich hinterher geflogen. Also ich fühle mich da, wenn ich schon ein Jahr jetzt daher wäre oder so. Also es ist echt klasse von der Mannschaft, wie sie mich aufgenommen haben. Auch, ich glaube, vom Spielerischen ist echt viel möglich hier und freue mich einfach auf die Zeit hier. Das heißt, die ersten Eindrücke auch von der Qualität der Mannschaft durchwegs positiv? Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich ein bisschen informiert. Ich habe die österreichische Bundesliga nicht mehr so viel verfolgt, wie ich in Deutschland war, aber ich habe mich informiert, wie dass wir Fünferkette spielen und so. Ich habe mir gedacht, okay, es ist vielleicht eher defensiv und so, aber ich bin echt überrascht von der Mannschaft, wie viel Qualität da drin ist. Auch vom Spielerischen her ist echt gutes Niveau. Ich glaube auch, dass wir ja, einige Spiele auch gewinnen werden und da freue ich mich einfach schon drauf. Ja. Auf was für einen Spielertyp dürfen sich die Wacker-Fans denn freuen? Magst du mal beschreiben, was bist du für Spieler? Ja, ich glaube, ich bin nicht der Kopfballspieler. Also ich bin eher der Ball am Fuß, spielerisch, glaube ich, schon sehr gut. Dribbling, schnell, wendig. Also ja, das sind, glaube ich, meine Stärken, so was ich mitbringe. Du hast bei Sturm Graz viel zentral gespielt, in Dresden draußen jetzt am Flügel. Wo fühlst du dich eher daheim? Also mir ist es egal, ob Flügel oder Flügel oder in der Mitte. Also es ist mir eigentlich relativ egal, wo mich die Mannschaft braucht. Ich möchte einfach der Mannschaft weiterhelfen. Da, wo mich der Trainer einsetzt, dort werde ich spielen und da werde mein Bestes geben, ja. Wo du vom Angebot von Innsbruck gehört hast, war das gleich klar, ja, da will ich hin, retour nach Österreich und dann nach Innsbruck? Ja, es war am letzten Tag, es war sehr, sehr schnell. Ich hatte noch Training, habe 5 Minuten vor dem Training einen Anruf bekommen von meinem Manager, hey, Innsbruck ist interessiert. Ich habe gesagt, okay, ja, aber ich habe jetzt Training. Also er hat gesagt, ja, trainier jetzt mal und danach hören wir uns nochmal. Okay, da habe ich gesagt, ja, passt, habe ich trainiert. Dann wäre noch ein Freundschaftsspiel gewesen, damals in Dresden. Habe ich dann quasi auf den Anruf, habe mich umgezogen, dann hat es geheißen, hey, du brauchst dich gar nicht umziehen, es wird eigentlich jetzt alles passen. Dann habe ich gesagt, ja, okay, dann mache ich das sofort und freue mich natürlich, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Ja. Du kennst ein paar Spieler bereits von der Mannschaft? Ja, ich kenne in Clem von Sturm Graz, ein paar mit dem Nationalteam zusammengespielt, also ich kenne einige Spieler. Auch der Rest der Mannschaft ist eigentlich vom Charakter her sehr gut. Ja. Du hast in Österreich, bist ein bekannter Mann, hast schon super Partien abgeliefert, glaube über 60 Bundesligaspiele. In Dresden war es erst ja gut, jetzt und das Jahr war nicht ganz so, wie man es sich wahrscheinlich vorstellt als Spieler. Ist das halbe Jahr abgehakt? Ja, ist abgehakt. Ich habe auch dort damals im Trainingslager mit dem Trainer dort gesprochen und gesagt, für mich ist das halbe Jahr abgehakt. Ich möchte jetzt einfach eine neue Chance bekommen. Ja, sollte das nicht klappen und ja, jetzt bin ich natürlich freue mich auf die neue Aufgabe hier und werde mein Bestes geben. Abschlussfrage. Beim neuen FIFA 19 Kader-Update ist der Mo Kiprit zwar bei der Mannschaft, Mark Rinschburg, du nicht. Was sagst du dazu? Ich spiele kein FIFA mehr, also von dem her ist mir das eigentlich relativ egal. Perfekt, danke dir. Ja Mo, du bist jetzt schon ein paar Tage bei der Mannschaft, du bist ins Trainingslager nachgefahren. Wie waren die ersten Tage? Also ich muss sagen, die ersten Tage waren sehr gut. Ich wurde sehr gut aufgenommen von der Mannschaft. Die ersten Tage hat das Wetter nicht so gut mitgespielt, aber danach wurde es besser. Hat alles gepasst. Du hast bereits deine ersten Tore geschossen, 3 Tore im ersten Testspiel. Kann so weitergehen, oder? Ja klar, für einen Stürmer, habe ich auch beim letzten Mal gesagt, ist es wichtig, Tore zu schießen. Gutes Gefühl, aber wichtiger ist für mich, dass ich mit den 3 Toren meiner Mannschaft helfen konnte. Und ich hoffe, in Zukunft werde ich alles dafür dran setzen, dass ich es auch in Zukunft weitermachen kann. Was sagst du zur Qualität von der Mannschaft, die du jetzt mit der du zusammenspielst zukünftig? Ja, also die Qualität ist auch gut. Ich denke, wir sind gut vorbereitet für die Rückrunde, also für die kommenden Spiele, sage ich mal. Und ja, jeder wird alles dafür geben, um erfolgreich zu sein. Was sagst du so sonst zur Mannschaft, zur Stimmung? Sind ja viele junge Menschen mit dabei oder viele junge Spieler? Kommt dir das zugute? Ja, alle haben mich sehr gut aufgenommen. Ich muss sagen, gleich am ersten Tag beim Essen habe ich mich schon wohl gefühlt. Ist jeder zu mir gekommen, hat sich vorgestellt, ich habe mich vorgestellt. Super Charaktere. Super Leute, ich freue mich auf die neue Herausforderung. Und mit dem Trainer kommst du auch gut zurecht? Ja, der Trainer habe ich auch gut aufgenommen. Ich freue mich. Dann genau dafür viel Erfolg. Dankeschön, gleichfalls.